Alexander Caro? Was halten Sie von Privilegien, Alexander? Privilegien? Nichts? Nein? Ihr Vater ist Professor Caro? Ja. Nationalpreisträger, Direktor des Chemischen Instituts. Sie wollen auch Chemie studieren? Er bittet hier darum, Sie vom Dienst zurückzustellen. Was? Dass Sie Ihren Dienst erst nach Ihrem Studium absolvieren. Kann ich das sehen? Sie wussten nichts davon? Nein. Alexander, ich habe es auch immer gehasst, wenn mein Vater für mich entscheiden wollte. Für uns oder gegen uns, Alexander. Etwas anderes gibt es nicht. Richtig? Du warst in einem Fotozirkel. Das war in der 10. In der Nationalen Volksarmee könntest du eine Ausbildung als Fotograf bekommen. Gesetzt den Fall, Sie werden an die Staatsgrenze der DDR eingezogen und kommen in die Situation, einen Angriff auf die Souveränität unserer Heimat abwehren zu müssen. Werden Sie dazu bereit sein? Hast du die Frage verstanden? Wenn ein Grenzverletzer auf Sie zukommt, werden Sie bereit sein, unser Land zu schützen? Sie meinen, ob ich im Notfall schießen würde? Ja. Ja. Vielen Dank, meine Damen und Herren, und denken Sie an die Klausur nächste Woche. Und vergessen Sie nicht, Wissenschaft ist der Friedhof der Hypothese. Ist alles gut gegangen? Ich weiß, ich hätte es dir sagen sollen. Ich dachte, du wolltest ein Land aufbauen ohne Privilegien. Als ich so alt war wie du, da habe ich das oft geglaubt. Deine Mutter hätte nicht gewollt, Mutter dass... Mutter ist tot! Und deshalb bist du das Einzige, was ich noch habe. Was ist mit unseren Plänen? Deinem Studium? Sei doch nicht dumm. Das ist doch so sinnlos. Was willst du? Willst du, dass ich mich drücke, weglaufe? Alex, bleib hier, ich rede mit dir. Eine Ahnung, wo wir hinkommen? Siehst du was? Jetzt macht schon, wir sind hier nicht zu unserem Vergnügen. Ich weiß, ihr schützt uns Arbeiter und Bauern davor, bessere Traktoren zu fahren. Ruhe! Für so jemand riskieren wir unser Leben. Partei.
Besatzung aufnehmen und absitzen! Absitzen! Schneller! Absitzen! In Doppelreihe antreten! Das geht schneller! X plus 1! 6 Monate Grundausbildung! Ist das alles, was man Ihnen beigebracht hat, Genosse Soldat? Wie man seine Ausrüstung fallen lässt? Nein, Genosse Opfeldwebel! Name? Soldat Caro! Genosse Opfeldwebel! Soldat Caro, Genosse Opfeldwebel! Ah, Sie sind das. Antreten! Sachen aufnehmen! Links um! Ohne Tritt! Marsch! Schuld ist mir was zum Arsch. Müller, Heinze, Schneider, Stube 4. Grabowski, Reuchert, Rolf, Stube 5. Oben oder unten? Oben. Andreas Petruschka. Nur 8 Wochen. Was glaubt ihr? Wer wird Weltmeister? Hauptsache, die haben hier einen anständigen Fernseher. Ihre Ausbildung war laufend kaputt. Interessant werden, wenn die Deutschen gegeneinander spielen. Krieg der Welten. Peter Losowski. Alexander Caro. Scheiß Gefühl, was? Deine Freundin? Frau. Und du? Ich hab eine Freundin. Andrea. Was mit dir, du Tagesack? Brauchst du eine Beschäftigung? Genossen Soldaten, ich bin Ihr Politoffizier Hauptmann Dobbs. Sie werden heute Ihren ersten Dienst an der Staatsgrenze der Deutschen Demokratischen Republik zur BRD antreten. Dafür sind Sie 6 Monate lang ausgebildet worden. Sie stehen hier in fester Waffenbrüderschaft mit der ruhmreichen Sowjetarmee in vorderster Kampflinie. Und wir haben es mit einem heimtückischen Gegner zu tun. Denken Sie an Vietnam. Denken Sie an Chile. Jeder Schuss aus einer Kalaschnikow bei der Abwehr eines Verbrechers rettet Hunderte von Kameraden. Rettet Ihre Mütter, Ihre Frauen, Schwestern und Kinder. Mit wem Sie Ihren Postendienst versehen, erfahren Sie immer erst vor der Schicht. Sie sind zu zweit. Und Sie werden sich nicht trennen. In der ersten Nacht haben die Alten die beste Chance abzuhauen, weil wir noch nicht durchsehen. Das Hören von Musik, Fotografieren und Schlafen im Dienst zieht strengste Strafmaßnahmen nach sich. Und vergessen Sie, die Polackenbräute sind echt die schärfsten. Jede Nachlässigkeit hat mein Vater schon gesagt. Wie die das mit dem aushält. Und hat entsprechende Konsequenzen zur Folge. Ich kann mir auch ein paar Konsequenzen vorstellen. Achtung! Genosse Major, erste Kompanie zur ersten Nachtschicht angetreten. Lassen Sie rühren! Rühren! Ich bin Major Feigl, Ihr Kompaniechef. Unser Grenzbereich umfasst 52 Kilometer. Er ist zu 2/3 bewaldet. Wir werden uns im 3-Schicht-Rhythmus mit der 2., 3. und 4. Kompanie ablösen. Das heißt Früh-, Spät- und Nachtschicht und dann einen Tag Ruhe, den wir zur Ausbildung nutzen werden. Wir haben 2-mal Urlaub im Halbjahr. Den ersten im Dorf in 4 Wochen. Wenn Sie mich fragen, verpassen Sie da nicht viel. Ihre Aufgabe hier ist es, unter Einsatz Ihres Lebens, Grenzverletzer aufzuspüren, festzunehmen oder zu vernichten. In meinem Grenzabschnitt gibt es keine erfolgreichen Durchbrüche.
Herr Caro! Wenn Sie zu uns kommen wollen, die Freiheit wartet auf Sie, Alexander Caro! Du läufst vor mir, du Pfeife. Hier lang. Schnauze. Postenparat und 2 an die 50. Beziehen Postenpunkt 113. Verstanden. Bestätigt, Ende. Versuchte Kontaktaufnahme durch BGS, sonst alles ruhig. Entschluss. Bleiben auf Empfang. Die Grenze. Hat man dir das so erzählt, ja? Zu Hause. In deiner Funktionärsvilla. Überraschung. Setz dich hin. Hier tust du nur, was ich dir sage, verstanden? Wenn jetzt jemand kommt, schießt du erst auf mein Kommando. Wozu? Ich dachte, was, dass ich rüber bin oder was? Nach dir. Wir sind noch nicht mal Mien. Wenn du noch einmal auf Posten einschlägst, Caro, dann mach ich dich rund. Wie war's bei dir? Im Osten nichts Neues? Noch jungfräulich der antifaschistische Schutzwall? Unser Bonzensöhnchen hat erstmal ein Nickerchen gemacht. Auf. Was? Irgendwann holen sie dich noch. Du hast schon genug angestellt. Denken ist doch in diesem Scheißland nur nicht verboten.
Wenn die Gedanken auf der Stirn stehen, schon. Sie kriegen mich nicht. Machen Sie meinen Rücken gerade, Soldat. Hey, du und du, Flur. Und du, mach mir einen Kaffee. Zucker? Milch? Schwarz. Gibt es ein Problem? Hey. Soldat! Klo. Du gehst gleich mit. Nur nicht vergessen, es rauszunehmen. Weißt du, was sie mir erzählt haben? Hm? Dass ich Fotograf werden kann. Mein Vater will, dass ich Chemie studiere. Wenn es nach ihm ginge, wäre ich gar nicht hier. Heuchler. Vielleicht ist er auch nur Realist. Siehst du das Kreuz da? Hat es fast geschafft, bis an den Zaun, dann hat ihm eine Mine beide Füße weggerissen. Konnte sich noch rüberziehen, dann ist er verblutet. 19 Jahre. Und deshalb sprengen sie jetzt die Minen, oder was? Oh Mann. Siehst du die Trichter da? 100 Splitter fliegen parallel zum Zaun, 20 Meter weit. Willkommen im Fleischwolf. Da kommt keiner mehr durch. Wir sind ein paar von den Jungs ganz scharf drauf, ihren Abschuss zu kriegen. Am Ende ist der Feind nicht nur da, sondern auch hier. Du weißt, dass sie dich wegen deinem Vater rund machen wollen? Darfst du ihnen nicht zeigen, dass du Angst hast? Ja, und wenn doch? Dann renn. Aber pass auf, wo du hinläufst. Hier entdeckst du, wer du wirklich bist. Ich schätze, die meisten werden überrascht sein. Und du? Ich? Oh, studier das menschliche Verhalten. Kleider ändern sich, die Menschen nicht. Guck mal hier. Wir sind gar nicht mal so verschieden. Alles funktioniert, hier die Lüge und da die fette Selbstgefälligkeit. Und dazwischen keine Alternative. Wenn jeder so denkt, wird das Land nie eine Chance bekommen. Vielleicht hat es ja nie eine gehabt. Was glaubst du? Das oder Led Zeppelin? Hä? Heute ist Wunschkonzert. Lass sie spielen. Unsere Freunde da vorne. Letztes Mal haben sie Purple Haze gespielt. Thank you.
vergiss sie. Wir haben schon eine Menge probiert. Die lässt sich mit niemandem ein. Pass auf! Und dieser Spinner fällt uns echt fast rein. So ein Arsch. Wie es aussieht, sind wir richtig beliebt bei unseren Menschen. Mann, ist sie scharf. Man sagt, die besorgt sie eben. Scheiße. Wie hat denn der Dobbs sie nur gekriegt? Post! Heute geht's endlich los. Wir gegen die Aussies. Alex, für dich. Ich bestell mir heute gleich zwei Bier. Eins für den Durst und danach eins für den Geschmack. Also, was ist? Seid ihr dabei? Verlierer zahlt. 2-0. 1-1. 1-1? Nicht, wenn der Ducke im Sturm gegen Sparwasser bringt. Alex? 18.30 Uhr. 3-1. Die Nachrichten. Das Ostberliner Regime lässt an der Grenze zu Bayern neue Sag dir Irre! Schussanlagen an. Übererfüllung des Plans haben die LPGs bereits 98% der Frühkartoffeln geerntet. Ist das dein berühmter Alter? Wer will, dass er zu seinem 50. kommt? So. Gerade mal hier und schon Sonderurlaub, ja? Wow. Nicht schlecht. Ist für uns alle. Was ist? Alles in Ordnung? Die schreibt, dass sie mich immer lieben wird. Ja, und? Wenn du so einen Scheiß schreibst, hat sie einen anderen. Quatsch. Hauptfeld im Anmarsch. Noch eine Stunde bis zum Anpfiff. Also versaut's nicht. Die erste Runde geht auf mich. Auf ins Kulturleben. Da ist die Australier am Ball in gelben Hemden und in grünen. Muss ein bisschen Bier noch rein. Und weg! Mein Freund hier gibt noch eine Runde aus. Papa! Papa! Pass bloß auf, dass dein neuer Freund nicht einfällt. Hängt vielleicht von der Konversation ab, Kerner. Aber Worte sind ja nicht gerade deine Stärke, oder? Eine Flasche Wein, bitte. Gib mir den Shoppen, ja? Na, wollen wir nicht endlich auch Bruderschaft trinken? Ist aber nicht hoffentlich. Zahl! Scheiße, Caro, kannst du nicht aufpassen? Vielleicht solltest du deine Hand nicht so überanstrengen. Großer Fehler, Caro. Großer Fehler.
Ist er wer? Oh. Scheiße. Versuch das besser nicht nochmal. Hast du mich verstanden? Jetzt verschwinde! Was ist das? Sagst mir deinen Namen? Deine Kaserne ist in der anderen Richtung. Kann ich dich wiedersehen? Ein Grenzer. Spinnst du? Da geht's in deine Kaserne. Ich heiße Alex. Ich sage nichts. Kein Wort. Keller probiert's schon seit 6 Monaten. Also pass besser auf. Weißt du, warum wir hier sitzen? Wegen 13 Minuten. Wenn Hitler nicht 13 Minuten zu früh den Bürgerbräukeller verlassen hätte, dann wäre das Attentat geglückt und es gäbe diese Grenze hier nicht. Ja, irgendwo im Osten. Postenpaar Friedrich 4, ausgelöste Mine, 70 Meter rechts. Entschluss, Überprüfung. Verstanden. Los, komm. Nicht! Sonst ist hier gleich die Hölle los. Gleich hinter sich. Die BRD unterhält den höchsten Rüstungshaushalt, den es je in Friedenszeiten in einem deutschen Staat gegeben hat. Die Bundesrepublik ist in der NATO und auf dem Territorium der BRD bersten die amerikanischen Arsenale. Warum steht der Imperialismus am Abgrund? Damit er die DDR besser beobachten kann. Ruhe! Gut. Wie wir sehen, ist der amerikanische Imperialismus mit seinen westdeutschen Vasallen jederzeit bereit, die kleinste Schwäche erbarmungslos auszunutzen und uns zu vernichten. Weitere Gründe für den Schutz unserer Grenze. Bitte? Sicherung des Wohlstands unseres Landes. Sehr gut. Sie da. Name? Soldat Caro. Also? Wenn wir den Wohlstand unseres Landes schützen, warum gibt es denn Menschen, die die Grenzsoldaten ablehnen? Es ist ganz einfach. Wer uns ablehnt, hat den tiefen Humanismus des Sozialismus nicht verstanden. Oder den Sinn der Minen. Genosse Hauptmann, ist nicht das Fußballspiel der beiden deutschen Staaten in Hamburg auch ein Weg, die Überlegenheit des Sozialismus zu demonstrieren? Entschuldige. Du weißt doch, dass du dir nicht... Ich muss in die Stadt. Und der Wagen springt wieder nicht an. Wir sind hier gerade bei einem sehr interessanten Thema. Ich weiß. Du bist ein Scherz. Soldat Caro, Sie fahren einen T-601? Ja, genau, Hauptmann. Wenn Sie meine Frau abgesetzt haben, kommen Sie sofort zurück, verstanden?
Jawohl, Genosse. Mensch, Caro! Ruhe! Erster Ausgang. Pass auf. Du bist neu? Jawohl. Ich bin nicht dein Vorgesetzter. Hier kannst du reden wie ein Mensch. Fahr da vorne rechts rein. Was? Fahr da vorne rechts rein, habe ich gesagt. Mach schon. Aber ich... Rechts? Hey. Halt an. Du kannst den Motor abstellen. Hören Sie, ich... Stell den Motor ab. Ich würde jetzt lieber... Stell ihn ab. Gehört, was man so über mich erzählt? Nein, nichts. Nein, absolut nichts. Oh, so viel. Von der Polackenbrau. Du kannst zurückfahren. Wollten Sie nicht in die Stadt? Den Rest gehe ich zu Fuß. Wir wollen doch nicht, dass du so viel vom Unterricht meines Mannes verpasst. Kann ich sie mitnehmen? Danke. Schöner Hof. Haben Sie Pferde? Hatten. Hätten Sie vielleicht ein Glas Wasser für mich? Sind Sie eigentlich alleine? Danke. Was machst du hier? Hat mich gefahren. Der junge Mann. Wo ist Knut? Im Garten. Vergiss es. Fertig? Es sind Hände. Wer hat die Fotos gemacht? Wieso? Verstehst du was von Fotografie? Ich habe auch fotografiert. Also früher. Das war mein... Sie sind schön. Die sind von meinem Großvater. Komm her. Guter Schlag. Stimmt. Sehen wir uns wieder? Ich treffe mich nicht mit Grenzern. Was will der hier? Wieso redest du mit dem? Er hat Großmutter gefahren. Ist mir scheißegal. Schmeiß den raus. Hey,
Wenn du was mit meiner Schwester anfängst, dann bring ich dich um! Lass ihn in Ruhe. Er ist in Ordnung. Ich hoffe, du bist gut zu Fuß. Scheiße. Scheiße. Ist Familientradition bei euch? Mein Bruder hat Probleme. Nicht nur er. Wenn du ihn anzeigst, dann... Ja, schon gut. Bin ich halt über den Nagel gefahren. Ich heiße Christine. Wann hast du wieder Ausgang? In 4 Wochen. Zwei Stunden. Wo waren Sie die ganze Zeit? Nirgendwo, Genosse Hauptmann. Nirgendwo? Sie waren 2 Stunden lang nirgendwo. Machen Sie sich etwa lustig? Nein, Genosse Hauptmann. Ich hatte eine Panne auf dem Rückweg. Bin über den Nagel gefahren. Nagel gefahren? Ist Ihnen bewusst, dass uns der P601 von der Arbeiterklasse zum Schutz ihrer Errungenschaften zur Verfügung gestellt worden ist? Glasklar, Genosse Hauptmann Webel. Kann es sein, dass Sie keine Achtung vor einfachen, hart arbeitenden Werktätigen haben? Antworten Sie. Nein, Genosse Hauptfeldwebel. Tja, da haben Sie ja noch eine Menge Arbeit, Genosse Hauptfeldwebel. Das war ein Nagel. Nachdem ich Frau Dobbs abgesetzt... Ja, verschwinden Sie. Wegtreten! Da hat ja jemand wirklich tief reingestochen. Hoffentlich hat er noch wieder früh genug rausgezogen. Also wenn wir Glück haben, werden wir blind und ausgemustert. Sag ich ja, ein Chemiegenie. Was passiert, wenn die Sahara sozialistisch wird? Die ersten 10 Jahre passiert gar nichts, aber dann wird der Sand knapp. Und? Was ist? Am 22. haben wir Dienst frei, wenn wir gegen die BRD spielen. Und? Wie hoch gewinnen wir? Was steht im 5-Jahr-Plan? Sehr witzig. Ihr glaubt, ihr seid die Einzigen, die Witze machen können. Gut. Das Programm des nächsten Parteitages. Erstens, Hereintragen des Präsidiums. Zweitens, Synchronisieren der Herzschrittmacher. Drittens, Absingen des Liedes. Achtung! Wir sind die junge Garde des Proletariats. Das Hauptfeldwebel, zähl mal drei Personen. Was ist hier los? Wir diskutieren über Fragen politische Aktualität. Fisch. Ey Fisch, was ist denn los? Sie hat geschrien, dass sie nicht mehr ausgehalten hat. Hey, du kannst meinen Urlaub haben. Eine Minute.
Hey. Hey. Hattest du große Probleme? Danke. Mein Bruder ist manchmal so ein dämlicher Idiot. Schon okay. Wann kannst du kommen? Also heute Abend ist das Spiel gegen Kiel, aber vielleicht... Ich bin am See. Beeindruckend. Aber lass es Kerner nicht wissen. Das Spiel geht gleich los. Ja, ich weiß. Ist für dich. Ja? Martin, hör zu, ich muss dahin. Geh. Ich stehe eh nicht so auf Fußball. Dank dir. Martin Hoffmann ist das. Der 19-Jährige, heute Rechtsaußen, sonstige Linksaußen des 1. FC Magdeburg, der da an der eigenen Grundlinie. Das entfernen von der Truppe. Nicht schlecht. Ich habe 2 Stunden. Schön hier. Danke, dass du mich nicht angezeigt hast. Konterrevolutionäre Traktoristin misshandelt Grenzsoldat. Danke, dass du mich nicht angezeigt hast. Grenzsoldat von Traktoristin verprügelt, Ausbildung um 6 Monate verlängert. Lass mal sehen. Das wird eine schöne Narbe geben. Die Mädchen werden dich von Helden halten. Hungrig? Ja. Dann hol ihn raus. Und dein Großvater war sowas wie ein Fotograf? Er war ein einfacher Landarbeiter. Und meine Großmutter hatte den Hof. Skandal. Das war alles ihr Land. Früher. Gehört jetzt der LPG. Jetzt sind die verwunden. Und deine Eltern? Tod, Verkehrsunfall. Mein Bruder war 7, seitdem kümmere ich mich um ihn. Meine Mutter ist gestorben, als ich 13 war. Hirntumor. Und wie findet dein Vater, was du hier tust? Mein Vater wollte nicht, dass ich hierher gehe. Dann bist du also freiwillig hier. Ich habe mir versprochen, dass ich Fotograf werden kann. Scheiße.
Denkst du drüber nach, was passiert, wenn jemand auf dich zukommt am Zaun? Bist du dir? Willst du schießen? Es wird schon keiner kommen. Und wenn doch? Du würdest es tun, oder? Du würdest schießen. Was ist denn? Margarete. Hast du sie? Wir brauchen Brot. Erstick mir nicht. Betrüger. Schon mal eine Freundin gehabt? Klar. Und du? Keine Grenze? Vielleicht komme ich ja gerade auf den Geschmack. Dann nehme ich jedes Jahr die Frischfleischparade ab und suche mir einen neuen. Hast ja einen guten Start. Nicht weinen, kleiner Kosmonaut, ne? Warte mal, Zeit. Ist das deine Freundin? Hm. Dann ist sie sowas wie ein Fotomodell? Was? Oder kann es sein, dass unser kleiner Martin in Wirklichkeit eine kleine Marilyn ist? Oh. Das erklärt doch auch, warum er sich die ganze Zeit mit seinem Freund auf den Klos rumdrückt. Oh. Das ist doch nicht schlimm. Genossen, aufhören! Das ist doch schändlich. Das ist so unwürdig. Lassen Sie das! Jawohl, Genosse Hauptmann. Unwürdig. Wie auf? Den brauchst du nicht als Mann. Du kannst sie nicht mal verstecken, Caro. Sieh mich an. Sieh mich an. Was glaubst du, wenn du hier bist, ne? Hier schützt dich nicht dein Papi. Die Sonderbehandlung, die du hier bekommst, bin ich. Ich habe 6 Monate lang die Scheiße gefressen. Hab Klos geputzt, Kaffee gekocht und auch Bowlingkugel gespielt. Jetzt bin ich der EK. Sozialismus. Gleiches Recht für alle. In 6 Monaten bin ich hier raus. Dann kannst du die Neuen rotieren lassen und dir darauf einen runterholen. Ist mir scheißegal. Aber solange gehörst du uns. Oder du kommst hier nicht lebend raus. Pass auf. Sein Vater soll ein großer Bonze sein. Ist das so, ja? Nein! Jetzt hat er ihm das hier auch erspart. Lass ihn los. Also? Alles in Ordnung? Ja. Irgendwann, Kappa. Irgendwann! Beckenbauer gegen Dörner. Beckenbauer. Kreu gegen Meier. Meier. Unentschieden. Sparwasser gegen Müller. Wegen dem Bomber? In der Hauptstadt der DDR ja, ist eine ständige Vertretung der BRD eingerichtet worden. Erich Honecker, erster Sekretär des Zentralkomitees der SED, begrüßt uns als weitere Zeichen für die friedliche Koexistenz der beiden unabhängigen Dörfer. Hohe Haftstrafe für das. Kommt schon, wenn wir gute Plätze haben wollen. Küche gegen Schwarzenberg, der ist besser. Küche.
7-3. Ein Unentschieden sieht nicht gut aus für uns und die historische Mission der Arbeiterklasse. Solltest du ein bisschen vorsichtiger sein. Weitestgehend darauf verzichtet. 5 Beckenbauer, 2 Vogt, 20 Hoffmann. Beckenbauer, der sein 81. Länderspiel bestreitet. Hoeneß, die 14. Ohne Fehl und Tadel bis hierher. Hoffentlich kann ich das auch. Können wir das alle gemeinsam, liebe Zuschauer, nach 90 Minuten sagen. Sparwasser! Sparwasser! Und Christine? Christine? Das Wasser ist warm. Komm schon. Was ist, wenn sie dich erwischen? Bauch. Gut. Was nichts kostet, ist nichts wert. Waldkauz. Hörst du ihn? Ja. Mit meinem Vater bin ich nie rausgefahren. Mit 5 hat er mich das erste Mal mitgenommen ins Labor. Ich hab die halbe Nacht gekotzt. Und mit 10 zum Geburtstag hat er mir einen Chemiebaukasten geschenkt. So ein Riesending. Ich hab mir ein Fotoapparat gewünscht. Ich wollte Biologin werden. Im Aufnahmegespräch habe ich gesagt, dass die Bauern auf den Feldern zu viel Gülle verklappen und überhaupt die ganze Chemie den Boden vergiftet. Großer Fehler. Trifft sich doch gut, dass du jemanden kennenlernst, der Chemie studieren soll. Soll? Wenn du Fotograf werden willst, warum tust du es dann nicht einfach? Hast du nie drüber nachgedacht? Wegzugehen. Weit weg. Meinst du nach drüben? Und einer meiner Kumpels geht den Bau nach Schwedt. Außerdem ersetzen sie gerade die Minen. Also stimmt's, was man im Dorf erzählt? Die Neuen sind direkt am Zaun. Kommt keiner mehr durch. Man hat keine Wahl. Aber das ist ja das Problem. Wenn man keine Wahl hat, woher weiß man dann, dass man auf der richtigen Seite steht? Wenn das hier vorbei ist, kommst du mit nach Leipzig? Schon Pläne für uns? Du bist hier noch fast ein Jahr. Da kann viel passieren. Suchen sie dich? Thank you.
auf mit dem Scheiß! Los, du weißt, was passiert! Große Lage wird ernst! Deine Waffe, los! Ein Verräter hat sich von seiner Einheit abgesetzt und ist fahnenflüchtig geworden. Er hat in seiner Einheit einen Offizier erschossen. Er bewegt sich jetzt auf unser Grenzbereich zu. Der Mann ist ein krimineller Deserteur, bewaffnet und zu allem bereit. Verrätern gegenüber gibt es keine menschliche Gnade. Hauptmann Dobbs. Rechts um! Aufsitzen! Im Laufschritt! Marsch, marsch! Hier! Scheiß 13 Minuten! Halt tief, versuch die Beine zu treffen, ne? Pass auf dich auf! Mann! Falls er auf uns zukommt, tust du, was ich dir sage. Hast du mich verstanden? Hast du mich verstanden? Ziel auf die Beine. Du musst ein paar Anton 3 haben Position bezogen. Verstanden. Und 5 Positionen bezogen. Ich hab einen Krampf. Runter! Das ist rechts von uns. Du brauchst ein paar Anton 3 an die 50. Schusswechsel rechts von uns. Bestätigt. Anton 4, kannst du mich hören? Anton 4, kannst du mich hören? Gappa! Gappa! Scheiße. Überprüfen, Anton 4. Verstanden. Die Idioten euch nicht. Ich verlange runter. Habt ihr ihn gesehen? Woher kamen die Schüsse? Komm schon. Nee, Scheiße.
Bleib unten! Runter! Bleib unten! Mann, war alles umsonst. Wie lässt sich scheiden? Was ist denn los? Frater Zinner? Mitkommen. Soldat Holler? Soldat Holler? Tut mir leid. Grüßen Sie vorschriftsmäßig. Genosse Soldat. Soldat Caro! Zurück! Sie kommen sofort her! Auf der Stelle! Sie haben einen Offizier zu grüßen! Was wollen die von Ihnen? Sie haben den Fluchtweg rekonstruiert. Beide hätten ihn sehen müssen. Aber Winnie konnte doch gar nichts dafür. Scheiße. Hätte Wanne seinen Dienst nicht mit mir getauscht, dann würde ich jetzt da drin liegen. Gebracht hat sowieso nichts. Sie hat sich verliebt. Als er das Magazin hat fallen lassen. Was? Der hat das Magazin fallen lassen? Ja. Ich meine, ich hatte gleich kein gutes Gefühl. Und was passiert jetzt mit Ihnen? Spät. Oh Gott, ich dachte schon, im Dorf haben sie gesagt, dass... Das war alles Wahnsinn. Ich weiß.
verstehe es nicht mehr. Ich habe ein Geschenk für dich. Soldat Caro? Hier, Genosse und Offizier. Sofort zum Hauptfeld. Soldat Caro, bitte. Für mich? Soldat Caro? Ich hab mir Sorgen gemacht. Wie geht's dir? Alles in Ordnung. Ja. Gut. Hör zu, du weißt ja, am Freitag ist mein Geburtstag. Wie es aussieht, gibt's eine größere Veranstaltung. Hast du gelesen, dein alter Herr soll mal wieder einen Orden bekommen? Ja. Ich dachte mir... Vielleicht hast du Lust, dabei zu sein. Dabei? Ich hab keinen... Sonder? Wie oft habe ich dir gesagt, dass ich keinen Sonder... Ich weiß, ich werde nur nicht jedes Jahr 50. Überleg's dir. Es würde mir viel bedeuten, Alex. Ja. Sonderurlaub, hm? Sie wollen studieren? Ja, Genosse Hauptfeldwebel. Konnte ich nie. Wegtreten. Ich muss mal. Was ist das? Das sind die neuen Minen. Mutig. Das sind sie also. In Bayern 3 nennen sie die Selbstschussanlagen. Ich muss. Shh.
hätte gedacht, dass der Dopp so viel gehört hat, ne? Hey, du sprichst von einem Offizier. Ja, gerade eben. Ich sag's euch. Er hat nicht verkraftet, dass Alex seine Alten besorgt hat. Wie oft soll ich sagen? Ich hab nicht mit ihr. Ja? Wo warst du dann, wenn du nachts abgehauen bist? Auf der Sturmbahn. Bataillonsrekord einstellen. Frag ihn an. Ja, wen denn? Achtung! Wenn Sie damit fertig sind, dann machen Sie den Nachmittag frei. Du meinst Gramm? Woher? Ich hab sie gesehen. Frau Dobbs und ihn. Gestern Nacht. Du musst Meldung machen. Sicher. Das musst du dem KC sagen. Ich muss gar nichts. Sie wissen, warum Sie hier sind. Nein, Genosse Major. Es ist Meldung gemacht worden, dass in der Todesnacht von Hauptmann Dobbs etwas beobachtet haben sollen. Sprechen Sie, Genosse Soldat. Ich habe nichts gesehen. Dobbs ist tot, Kram lebt. Ich muss das hier noch 10 Monate durchgehen, genauso wie du, du blöde. Blödes Arschloch. Das Foto. Was hast du damit gemacht? Wo ist das Foto? Du Idiot! Alex! Alex! Ist. Kann man das nicht irgendwie? Was ist los? Halt mich fest. Was ist passiert? Was ist passiert? Ein Foto fehlt. Diese neuen Minen am Zaun. Knut. Er hat's genommen und an die ständige Vertretung der BRD geschickt. Vom Postamt. Was? Hey, sieh mich an. Keiner weiß, dass du es gemacht hast. Knut muss weg.
Ich soll deinen bescheuerten Bruder überlassen. Und ich dachte, dass das... Das... Was? Da dein plötzliches Interesse am Frischfleisch. Was? Ich hoffe, es war nicht zu strapaziert. Knut kann nicht hierbleiben. Nicht mehr lange und sie werden ihn holen. Knast oder nicht durchstehen. Ich will nur wissen, wie weit sie sind. Mit diesen Minen am Zaun. Sie sind noch nicht fertig, oder? Willst du mit? Nein. Ganz unten, zwischen dem Betum und dem Bach, etwa 100 Meter, keine Minen im Boden, keine am Zaun. Übermorgen. Sonntag zu Sonntag ist die beste Nacht. Danke. Denkst du, hast hier Sonderrechte? Ist was Besseres? Du Scheißer, denkst du, kannst uns hier alle reinretten? Marschierst hier raus und rein, wie es dir gerade passt? Wo ist er denn, dein großer Bruder? Was ist er denn? Ja? Sieh mich an! Sieh mich an! Piss dich, Kerner. Oh. Das wirst du noch wollen. Kommando gilt nur für Soldaten Karo. Gas! Yeah! Sieht gut aus. So, und jetzt sing uns was. Irgendwas Nettes. Wünsche? Wir sind die Moorsoldaten. Wie wär's denn mit Stairway to Heaven? Fang an, du Bonzensau! Ich sag's dir nochmal! Ich hör nichts. Ja, was ist jetzt? Sie ist warten! Hier will jemand ein Held sein. Gefällt mir auch gar nicht, wie sie aussieht. Ist das etwa Ihre Vorstellung von sozialistischer Sauberkeit, Genossensoldat? Was ist hier los? Sozialistische Erziehung. Was ist Alex? Alles in Ordnung. Hey, mit dem ist Arsch. Thank you.
Genosse Hauptfeld Webel? Ich wollte fragen, der Urlaubsschein, der ist noch gültig, oder? Freitag bis Sonntag. Passieren. Sind darüber hinaus von großem praktischen Nutzen bei der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft und für die planmäßige Erhöhung des Lebensniveaus unserer Bevölkerung. Es ist mir deshalb eine Ehre, Professor Caro mit dem Ehrentitel hervorragender Wissenschaftler des Volkes auszuzeichnen. Schön, dass du noch gekommen bist. Herzlichen Glückwunsch. Die hoffen nur, dass ich ihnen die Wiesen bringe. Mutter wäre stolz gewesen. Ja. Schmal bist du geworden. Wie geht's dir? Geht schon. Ah, der Sohn. Dein Vater hat erzählt, dass du auch Chemie studieren wirst. Und dann habe ich die Familiendynastie. Wie ist es denn so an unserer Staatsgrenze? Aufschlussreich. Ich weiß, mein Junge. Keine leichte Aufgabe. Aber ohne unsere Staatsgrenze gäbe es dieses Land schon längst nicht mehr. Und dein Vater könnte hier nicht in Frieden arbeiten und forschen zum Wohle unseres Volkes. Na, hoffentlich weiß das Volk auch sein Wohl zu schätzen. Alex. Glaub mir, wir haben uns das leichter vorgestellt. Wenn man keine Wahl hat, woher weiß man, dass man auf der richtigen Seite steht? Entschuldigen Sie uns bitte mal. Was sollte das? Ich habe in 10 Wochen 3 Tote gesehen. Mein Gott. Kann ich dir nicht irgendwas... Ich will nicht mehr weglaufen. Und ich will auch nicht mehr lügen. Herr Professor, der Minister möchte mit Ihnen sprechen. Ja, ich komme gleich. Ich werde nicht Chemie studieren. Ich weiß es. Tut mir leid. Pass auf dich auf und komm gesund zurück.
Was ist denn hier los? Du bist einen Tag zu früh. Heute ist Sonnabend. Oder hast du keine Braut mehr abbekommen oder was? Hm? Sind die Posten eigentlich schon eingeteilt? Natürlich. Wir sind ganz rechts außen. Was, wieso? Du willst meinen Dienst. Du hast doch noch bis morgen Urlaub. Du siehst ziemlich krank aus. Was so ein Blödsinn. Du bist krank, du musst in den Medpunkt. Das oder was anderes? Ja, ich bin krank. Gut. Mit wem ist eingeteilt? Kerner. Kerner. Das hat diese Schlaftabletten. Beeil dich. In meinem Grenzabschnitt gibt es keine erfolgreichen Durchbrüche. Leser! Vergatterung! Meldung, damit du mir nicht wieder einpennst. Dich führen auf allen Wegen. Mach mir einen Kaffee, Caro. Was ist? Mach schon. Gleich. Hey! Scheiße. Du willst einfach nicht dazulernen, Caro. Wenn du mir nochmal so einen beschissenen Kaffee machst... Tut mir leid. Schnauze! Mit dir habe ich echt noch viel Arbeit.
hast gesagt, dass du nicht gehst. Ich weiß. Komm. Du hältst die Fresse. Runter. Runter auf den Boden, du Arsch. Du wirst mir schon in den Rücken schießen müssen. Ist ja eure Spezialität. Ich kann ihn nicht alleine lassen. Warte! Du willst mit? Was ist mit uns? Du willst weglaufen? In ein fremdes Land, das du nicht kennst. In das du noch nicht mal willst. Aber wir beide. Ja. Wir kennen uns gerade mal 8 Wochen. Was ist in einem Jahr? Du wirst nie wieder zurück können. Hey! Wir werden uns bestimmt wiedersehen. Irgendwann. Noch was vergessen, Caro? Du hast geschlafen. Du hast mir was für einen Kaffee gerührt. Blödsinn. Schnauze! Die Waffe auf dem Boden! Los! Runter! Dafür gehst du in den Knast nach Schwedt, das schwöre ich dir. Postenpaar Cäsar 5 an die 50. Arbeit haben, Kerner. Hey! 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 Schweinehund, wollt mich kalt machen. Danach abhauen. Bist du sicher? Bist du sicher? Du Arschloch. Ist gleich mit am Bau, oder was? Der Genosse, da ist Zeuge. Ich. Klar ist der Genosse Zeuge. Dass ein Soldat sich wehren musste, weil seine Kain zusammengeschlagen hat.
Oder hast du Erfahrung, Kerner? Verdammte. Du solltest dich langsam melden. Caesar 5. Keine Vorkommnisse. Ende.